Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg hier irgendwie in dieses, ja, hier hinzukommen. Fragen wir uns immer noch, wie das geht und werden immer noch nach einer Lösung suchen. Ich probiere es heute mal mit Plan Z, indem wir einfach irgendwie versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Diese Musik ist gerade eh gut. Also nochmal, es ist zwar das ein sehr klassisches Lied. So, warum funktioniert das nicht? Wo ist der Ausgang von diesem Haus? Ach, hier. Ah. Okay. Jetzt verstehe ich es. Ich versuche nämlich jetzt mal irgendwie, dass hier vielleicht ein Weg ist, wie man darüber kommt. Kann man hier da oben ist doch irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht, wie ich genau da hochkomme, aber das sieht relativ machbar aus. War ich hier schon mal? Ich glaube nämlich noch nicht. Ah, das sind solche auch so kleine Details, finde ich, dieses kleine Treppchen. Das ist echt schön. Hier war doch das, wo diese beiden Gebrüder mal waren, die ich getroffen habe, oder? War das hier? Ich glaube ja. Obwohl ich hier wieder im Schneegebiet bin. Ich freue mich ja tatsächlich eigentlich schon ein bisschen auch wieder darauf, richtig normal Skyrim, das echte Skyrim zu spielen. Ich finde es halt einfach schön. Vielleicht kann das klappen? Nein, das kann doch nicht klappen, oder? Hier muss irgendwo... Ist das bei dieser Burg? Kann das sein? Ja, Festung Nebelwacht. Ne, das ist höher. Weil ich mag das klassische Skyrim halt einfach. Da freue ich mich halt wirklich, das wieder mal spielen zu können irgendwann. Klar, ich freue mich auch, Enderal zu spielen, aber ich mag das klassische Skyrim dann doch noch einen Tacken mehr. Okay, da komme ich irgendwie nicht hoch. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Aber das Ding ist, anhand dieser Karte kann ich das auch nicht so wirklich erkennen, ne? Ah, obwohl. Das ist das alte Holzfällerlager. Müsste ich einmal hier... Könnte ich da vielleicht... Ich versuch's vielleicht doch mal. Ja, ich mach's mal... Doch. Ich versuch mal, diesen See zu umgehen. Durch diesen Flüsterwald. Alter, das soll gefährlich sein. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich gefährlich. Wir haben ja dieses eine Haus in der letzten, vorletzten Folge gesehen. Das war ja schon schlimm genug. Noch keine Gegner. So. Machen wir jetzt mal etappenweise. Weil ich werde einmal um diesen See nämlich herumgehen müssen. Denke ich mal einfach. Wow.
Weil man sieht einfach, wie sich die Farben verändern hier schon. Oh mein Gott, hier noch mehr. Puh. Aber hier ist ein Myraden. Das ist zumindest ansatzweise irgendwie ein Ort des Friedens. Hallo, Myrade. Muss ich nicht mit gezückter Waffe und so. Eine sichere Truhe, hey! Wissen, können wir etwas über die Moral erzählen? Warum? Verstehe. Ah, es ist mit den Myraden fast echt so wie mit den normalen Fliegen in Wirklichkeit, ne? Kann man mal gerade so sagen. So, ich schau mal gerade, ob ich irgendwas abgeben kann. Hauptsächlich ja eher Zutaten. Das kann ich ja alle da ablegen. So. Die Baupläne nicht, aber hä? Obwohl, doch, ich habe ja auch Baupläne drin. Warum habe ich hier Baupläne drin? Nee, brauche ich nicht. So, Bücher. Ist das ein Gedanken? Klar, wusste ich. Okay, das habe ich schon. Okay, vom Rausgegenstände Gesellenbuch kann ich reinlegen. Okay, gut. Dann habe ich das auch. So, dann, nachdem wir hier sind, mache ich mal den hier hin. Die Markierung, dann gehe ich wahrscheinlich so diesen Weg hier entlang. Also noch wirkt mir der Flüsterwald gar nicht so gefährlich, wie alle Leute sagen. Bis hierhin ist er ja sogar sehr friedvoll, dank des Buranenturms ja sogar sehr. Aber wahrscheinlich, je weiter wir reingehen. Jetzt ändert sich auch plötzlich die Musik so sehr. Ach du Scheiße, hier ist der schon crazy. Blau leuchtende Bäume. Riesenpilze. Uiuiui. Es ist schon eher beunruhigend. Da hinten ist ein Chaurus, wie ich die nenne. Oh. Da ist eine Höhle, da will ich eigentlich jetzt noch nicht rein. Ich versuche trotzdem irgendwie an diesem See vorbei. Ich habe das Gefühl, dass von einem auf den anderen Mal so ein Übergegner hier kommen könnte. Boah. So. Na wunderbar.
Hoi. Okay, ich kann was essen. Großes Käsestück. Ein grüner Apfel. Eine Kartoffel. Alter! Hier steckt das Arkanistenfieber. Hä? Ah. Oh. Oh. Scheiße. Ich weiß halt auch nicht, was das genau verursacht, dass sich hier das Arkanistenfieber erhöht. Vielleicht, wenn ich den Schlägen ausweichen kann, aber eieiei. Das ist unfassbar. Okay, da muss ich noch was essen. Auf 35%. Ich darf halt eigentlich nicht vergiftet werden, das ist das Hauptproblem. Puh. Oder liegt das einfach daran, dass ich hier in dem Flüsterwald bin, dass das erhöht, sich erhöht? Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich aufpassen müssen irgendwann, ne? Und jetzt können wir das, glaube ich, schon direkt. Und hier geht's wahrscheinlich direkt zur Burg. Scheiße. Schremradlata. Glimmerstaub. Glimmerstaub. Puh. Die Musik macht es halt echt nicht besser. So, hier speichere ich lieber. Was ist das? Scheiße, was ist das? Ich will es lieber, glaube ich. Ich will es, glaube ich, tatsächlich nicht wissen. Nicht bevor ich nicht hin muss. Nicht bevor ich irgendwie besseres Equipment oder so habe. Noch befinde ich mich ja irgendwie eher in der Anfangsphase. Alter, die Stimmung hier ist so gruselig. Ich muss daran liegen, dass ich einfach mich nur hier in dem Wald befinde. Dass das erhöht wird. Oh. Okay. Ja, verlorene, natürlich. Okay. Ulta, was? Das wird eingesetzt. Eieiei. Ist mein Spiel abgestürzt? Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Oh! Irgendwie geht's weiter. Hallo? Jetzt ist mein Spiel tatsächlich abgestürzt. Okay, geil. Gut, mein Spiel ist abgestürzt. Bin, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.